Beim einarmigen Rudern mit Außenrotation gilt es, die Koordination der Schulter zu verbessern, um danach auch schmerzfrei wieder über Kopf drücken zu können. In der Ausgangsposition kniend links vorne, rechts im Zug, das heißt immer diagonal arbeiten. Die erste Bewegung passiert über das Schulterblatt nach hinten unten und einen horizontalen Zug auf Schulterniveau. In dieser Position fixiert, Schulterblatt nach unten gezogen, einmal die Außenrotation nach oben, ohne dass die Schulter hoch zum Öhrchen wandert, die Stabilität für ein paar Sekunden hinten halten. Danach erst wieder nach innen rotieren und dann nach vorne. Zug, Schulterblatt fixieren, von da aus Rotation, Schulterblatt fixieren und wieder nach vorne gehen. Von der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Rechts steht. Links zieht, erst einmal in den Zug nach hinten, von da aus in die Rotation, kontrolliert halten, Schulterblatt und Dach runterziehen, Rotation nach vorne, lange Arm, Schulterblatt nach hinten, Schulter runterziehen, Rotation, kurz stabilisieren, nach vorne und das war der einarmige Zug mit Ausrotation.